Gästin Janina Küpper feiert heute eine Pyjama-Party im Hamburger Möbelhaus. Zwischen Betten, Sesseln und Sofas geht es hier gleich um kuschelige Couchmode für Frauen und Männer. Wo trefft ihr den Menschen, den ihr am allerliebsten mögt? Richtig, zu Hause. Am besten hier neben euch auf dem Sofa oder gegenüber dem Spiegel. Wofür ist Mode da? Nicht nur dafür, euch attraktiver für andere zu machen, sondern auch vor allem, dass ihr euch darin wohlfühlt, auch wenn mal gerade keiner guckt. Und darum geht's heute genau, nämlich um Loungewear oder auch Homewear genannt. Und das ist super angesagt. Ich schlüpfe jetzt mal in was Passenderes und in der Zwischenzeit könnt ihr euch anschauen, was die Leute hier im Kaufhaus so tragen, wenn sie es sich gemütlich machen. Wenn ich es mir richtig gemütlich mache, dann ziehe ich zu Hause direkt eine Jogginghose an. Eine Jogginghose und am besten irgendwie ein Hoodie. Definitiv Jogginghose, Kapuzenpullover und dann ist es gemütlich. Eine Jogginghose, ein großes T-Shirt. Definitiv Jogginghose. Ja. Damit ist jetzt Schluss. Ich habe nämlich meine liebsten drei Loungewear-Outfits dabei. Und zwar von gemütlich bis sogar ein bisschen sexy. Und da ist auch schon Clara und sie trägt bereits das erste Outfit. Diese Kombi ist sehr flauschig und Janinas Zuhause-Look Nummer 1. Ich präsentiere Flausch von Kopf bis Fuß, die Flauschigkeit in Person. Und das hier ist ein Loungewear-Kleid, was mehrere Vorteile hat. Denn es ist nicht nur super kuschelig, sondern es schnürt auch überhaupt nicht ein und schmiegt sich jeder Form und Größe perfekt an. Was gibt's Besseres, ne, um sich gemütlich zu fühlen? Dann, wenn man ein bisschen Farbe reinbringen will, kann man hier so einen Cardigan dazu kombinieren. Und der ist auch aus diesem flauschigen Material. Und das ist doch wirklich kein Schlabberlook mehr, sondern echt sexy und elegant. Und wenn ihr im Homeoffice mal kalte Füße bekommt, dann sind diese super flauschigen Hausschuhe, die wir dazu kombiniert haben, perfekt. Denn sie haben eine super Power. Sie sind hier schon angestöpselt, sie sind nämlich beheizt. Da hat man schön warme Füße. Man kann sich natürlich auch frei bewegen mit diesen Schuhen und das hier so abstöpseln. Und die Kabel kann man dann hier im Reißverschluss in der Sohle einfach verstecken. Tada! Das Zuhausekleid gibt's für 50 Euro, den Cardigan für 47 Euro und die beheizbaren Puschen kosten 25 Euro. Das hier ist übrigens Jan, den habe ich hier in der Abteilung gefunden. Und du brauchst natürlich jetzt noch ein passendes Homeware-Outfit und dann stecken wir dich da direkt mal rein. Mucklige Mode für Männer, das ist Janinas zweiter Zuhause-Look. Das sieht super flauschig und kuschelig aus. Und diese Einteiler gibt es aber auch in anderen Materialien und Designs und Farben und überhaupt. Wir haben jetzt natürlich mal was Extremeres gewählt, weil wir es heute richtig kuschelig haben wollen, nämlich Teddy. Und das Material, woraus dieses Teddy-Flausch gemacht ist, das ist halt Polyester und es hat auch den Vorteil, dass es super stretchy ist. Und der ist auch hier vom Reißverschluss ein bisschen praktisch veranlagt, dieser Einteiler oder Overall. Nämlich man kann den nicht nur von oben aufmachen, sondern auch von unten. Das hat natürlich so seine Vorteile, ne? Da fehlt natürlich noch was an den Füßen und da haben wir diese Puschen hier gefunden und die sehen echt so gesteppt aus wie eine Daunenjacke. Also sind auch richtig schön warm gefüttert und haben noch einen Vorteil, denn die Sohle, die ist hart und aus Gummi. Damit kann man auch mal schnell vor die Tür, wenn man den Müll rausbringt oder mit dem Hund gehen muss, überlassen wir Frauen ja schon mal gerne euch. Der Einteiler kostet 137 Euro, die Pantoffeln gibt's für 35 Euro. Zurück zu Clara und zu Hause Outfit Nummer 3. Und das ist elegant, verspielt und ein bisschen sexy. Der Glam-Pyjama. Dieser hellblaue Satinanzug, der ist besonders glamourös, weil er noch abgesetzt ist an den Handgelenken und Knöcheln mit diesen Federn. Aber sie sind auch praktisch, weil man kann sie abknüpfen. Also wem das zu viel ist oder wenn er mal gewaschen werden muss, kann man sie einfach abmachen. Und Satin hat auch den Vorteil, dass es super angenehm auf der Haut ist und halt so eine fließende Optik hat. Damit kommen wir auch schon zur Frage, was trägt man unter so einem feinen Stöffchen drunter? Am besten etwas Nahtloses, was sich nicht abmalt oder durchdrückt. Und zwar hier zum Beispiel dieses Top, das hat keine Nähte hier oben. Und das gibt es natürlich auch als Höschen. Früher sahen die ja immer hier so aus, hautfarben und nicht sehr hübsch. Aber jetzt gibt es die mittlerweile auch in schönen Farben. Und dazu gibt es an die Füße bunte pastellfarbene Regenbogenslipper, die auch flauschig und fluffig sind. Einen habe ich noch, nämlich wenn es euch zu kühl wird oder ihr doch mal kurz an die Tür müsst, weil eine Lieferung kommt oder so, könnt ihr hier einfach so einen schicken Kimono drüber schmeißen. Diese Kimonos könnt ihr ganz einfach online finden, so ab 30 Euro. Das hier ist allerdings ein echter japanischer aus dem Laden, der hat 100 Euro gekostet. So, das war's auch schon wieder hier aus der Home-Abteilung. Wir chillen noch ein bisschen, macht euch auch gemütlich. Bis bald, tschüss! So flauschig und viele Füße.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.